würde mal sagen, das Büro hier ist somit die verrückteste Arbeitsumgebung, die es im deutschen Architekturbüro geben kann. Verrückt im positiven Sinne, weil du hier eine Vielfalt von Aufgaben bekommst, die seinesgleichen sucht. So wie wir unser Arbeitsumfeld selbst gestalten, bis hin zum eigenen Produkt, so leben wir auch vor, was wir letztendlich wirklich entwerfen. Das heißt, es ist 1:1. So wie wir arbeiten, stellen wir uns auch vor, dass andere toll arbeiten können. If I would live in an high-rise, I think it's very important, this interaction between neighbors and so on. Ansprüche, die wir als Mensch an unsere Wohnung haben, die müssen erfüllt werden. Es muss ein ökologisches Gebäude sein, es muss nachhaltig sein. Wenn ich oben über alles schwebe wie ein Vogel und das besondere Licht, was sich dann rötlich einfärbt und diese spektakuläre, emotionale Atmosphäre, das ist das, was mir Spaß machen würde. I feel like we have an opportunity here where we could bring the landscape into the building. So because in such a high level you can see, you have a nice view of the landscape and the surroundings, but you don't really feel it. So I think that would be a good way to approach it. Why do you put you in such a high level? Because you can see more sceneries and the panorama of the whole country. Yeah, and the opposite. I mean, if you have a view, you also have a landmark because it's a big building. So also, I think we also, it might sound very, very simple, but in the end, we have to take care of the building, how it stands from the outside, how it really looks, and how it represents the whole neighborhood. Yeah, it's something special. This building has to communicate with the outside. Das Hochhaus neu zu denken. Im Sinne von Arbeiten und Wohnen. So you need to have those spaces, you need to have those possibilities. Also vielleicht gibt es eine gemeinsame Plattform in den Unterbereichen. Oder was wir ja manchmal gerne machen, dass wir eine Plattform weiter oben ansetzen. Aber da fangen die Fragen an. Das ist auch eine ganz besondere Herangehensweise, dass wir vom typologischen, beispielsweise Hochhäusern, über die Frage nach Organisation der Kerne, über Effizienz, über Nachhaltigkeit, die Fassade, also alles betrachten und dann das Add-on sozusagen, also die Architektur dazukommt, wo wir uns dann wirklich sagen, okay, das ist Standard, das muss ein Architekt beherrschen, das machen wir. Und für uns spielt dann nochmal die besondere Rolle der Mensch, wie er diesen Raum erlebt, wie er spezifisch sein kann, dass er auch in Erinnerung bleibt und dass wir dort eine Atmosphäre schaffen. Also ein lebendiges, flexibles, vertikal, horizontales Gebilde. Ja, indem man von innen heraus etwas entwickelt. Also solche sozial mutigen Geschichten wie Unité d'Habitation von Corbusier, die öffentliche Plätze mehr oder weniger auf dem Dach hatten, Straßen in der Zwischenebene und so weiter mit Geschäften und Hotel. Vielleicht muss man so weit gehen, sowas anzudenken. Smiling,